Der Delim XQ1 gibt es aktuell um 1000 Euro weniger. 2.999 bei eurem Delim-Händler. Was eine Wucht. Das reicht aus, um ihn hier herzustellen und mich zu fragen, ist ein Großraumroller für kleines Geld okay? Diese Frage beantworte ich euch während dem Fahren. Los geht's! Ein großer Roller für kleines Geld. Geht das überhaupt? Delim zeigt das, was möglich ist. 2,99 kostet der aktuelle Neupreis. Echt günstig. Wenn man dazu eine Vespa hinstellt, Wahnsinn. Und vor allem, wir reden hier schon eigentlich von einem Großraumroller. Ein sehr großer Roller mit viel Stauraum unterm Sitz. Trotzdem nicht 15 PS, was ein bisschen schade ist. Wir haben hier nur 12 PS. Das ist mir persönlich etwas zu wenig. Und ich muss sagen, da würde ich mir schon mehr wünschen. Was dafür cool ist, ist seine Ausstattung. Wir haben hier vollwertige Ausstattung bekommen. Ihr seht es eh, wir haben eine gute Variomatik, eine Tankanzeige, eine Geschwindigkeitsanzeige, eine Drehzahlanzeige. Wir haben relativ entspanntes Gas, also wenn man hier Gas gibt, das dauert ein bisschen, bis er das umsetzt. Der Roller ist natürlich relativ schwer. Dafür haben wir große Räder, mit denen wir komfortabel auch über die Schlaglochpisten fahren können. Und cool ist auch, die Hebel rechts und links sind einstellbar. Der Durchstiegsroller hat hier auch kein Problem mit der großen Fußgröße von mir, 46er. Da komme ich überall rauf, ran, weil er halt einfach einen relativ langen Radstand hat und dadurch eigentlich sehr bequem sein kann. Was ich ein bisschen komisch finde, ist das getönte Windschild. Das stört mich. Sieht optisch irgendwie weird aus. Könnte auch einfach ein durchsichtiges sein. Wäre genauso okay in meinen Augen. Aber ansonsten ist der Delim hochwertig verarbeitet. Klar, es ist alles Plastik. Es ist alles, ja, nicht so super fancy Metall oder sonst irgendwas. Sondern es ist wirklich ein Plastikbomber. Das Windschild ist nicht einstellbar. Okay, I get it. Aber wir haben trotzdem Smart Key Funktion. Wir haben eine USB-Ladesteckdose da unten drunter. Da drin super angenehm und der Sitz ist ein bisschen schmal, der könnte ein bisschen breiter sein. Mit meinem dicken Hintern geht es sich gerade so aus, aber ich muss sagen, der könnte wirklich ein bisschen breiter sein. Sozio-Sitz ist auch drauf, der ist bequem, zwei Leute passen gut drauf, Gepäck passt auch rein. Also ein Stadtroller für 2,99 ist das definitiv und da ist auch mal egal, wenn irgendwer in der Stadt Stoßverkehr mit einem macht. Das ist komplett wurscht, denn das Ding hebt man auf und fährt einfach weiter. Da tut einem der Kratzer dann auch nicht so weh. An manchen Ecken und Enden merkt man dann halt einfach, dass es ein China-Roller, sage ich mal, ist. Wir haben hier so einen Color-Knopf, mit dem können wir irgendwas einstellen oder es macht, macht das irgendwas überhaupt? Nee, macht eh gar nichts. Den Mode kann man anscheinend irgendwelche Modis umstellen, aber ist es auch nicht so super spannend. Mid High, genau, also eigentlich ein englisch eingestellter Roller. Und die Knöpfe machen jetzt während der Fahrt nichts. Da muss man wahrscheinlich stehen bleiben dafür, dass sie was machen. Auch die Elemente sehr basic, sehr einfach. Notaus, Warnblinker sogar verbaut, E-Starter. Und dann einfach nur Beschleunigung. Und ihr merkt schon, bei 80 km/h ist beim Delim-Roller dann schon wirklich Schluss. Also recht viel mehr geht hier definitiv nicht. Die Spiegel sind groß, vibrieren auch nicht zu stark. Man sieht was, was man im Rückspiegel hat. Das passt. Und auch allgemein das Handling vom Roller ist agil. Und wenn ich da mal drüber nachdenke, auf einem Delim-Motorrad bin ich meine allerersten Kilometer mitgefahren. Mein Papa hatte damals eine 125er Delim in so komplett chrom, komplett unnötig schwer. Aber wir hatten irrsinnig viel Spaß, weil das war eine 125er im Vergleich zur Orangen, also zur KTM, weil mein Vater hat sich dann eine Duke gekauft, weil er dachte, dass ich nur 125er Schein mache und dann aufhöre zum Motorrad fahren. Da hat er sich getäuscht. Hat er sich eine Duke dann gekauft und da traut er noch immer nach, dass er seine Delim verkauft hat. Auch wenn die Blunzen schwer war, und das ist der Roller auch, war er halt einfach super solide, super ohne Wartung, ohne alles. Einfach ein Roller, der funktioniert, einfach ein Cruiser, der funktioniert hat. Und genau so schätze ich den XQ1 auch ein. Euro 4 konform, das heißt, alles muss raus. Das ist ein echt fairer Preis. Also 2,99 ist wirklich geschenkt eigentlich für einen Großraumroller. Also wer den Roller mal ins Auge fasst und den jetzt nicht kauft, dem kann ja auch nicht mehr helfen. Wichtig, Lenkeinschlag. Von den spannenden Punkt übrigens, der Lenkeinschlag vom Delim-Roller ist wahnsinnig gut. Also holy crap,
Da kann man lenken. Ja, Freunde, Fazit. Wir bekommen hier für 2,99 eigentlich einen komplett ausgestatteten Roller. Und da stellt sich wirklich die Frage, warum ich nur 1 Euro mehr zahlen sollte, um einen anderen 125 Kubik Roller zu bekommen. Der hat alles, was es braucht. Er hat ABS, ein großes Fach unterm Sitz, er hat große Reifen, es ist ein guter Stadtflitzer. Und für die 4000 Kilometer im Jahr reicht das allemal. Oder braucht es wirklich etwas, was ich komplett umbauen, tunen kann mit der Krapovic und Co.? Ich muss gestehen, für mich ist ein Roller allgemein nichts, weil ich am Land wohne. Aber für Menschen, die im urbanen Bereich wohnen, die sollten sich den Dilim auf jeden Fall mal anschauen. Und vor allem um den Preis lohnt es sich aus. Bedenkt nur eins, der Dilim-Roller ist nicht der leichteste und seine GPS-Messungen sind nicht die schnellsten. Aber ganz ehrlich, in der Stadt muss er 50 km/h fahren oder 70 von mir aus noch. Aber mehr, dann ist eh der Führerschein schon weg. Dementsprechend ist es für mich in meinen Augen komplett in Ordnung. Oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Comments. Haut rein und pfiat euch.